Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur Änderung des Gesetzes zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk im Vereinten Deutschland, Drucksache 19/3276, und erteile Herrn Staatsminister Wintermeyer zur Einbringung das Wort. Ja, sehr vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was hat die Rohrleitungsverordnung mit dem Rundfunkstaatsvertrag zu tun? Beides sind Staatsverträge. Wir haben Ihnen den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vorgelegt. Auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich mich im Folgenden auf die drei Schwerpunktthemen des Staatsvertrags beschränken. Das erste Schwerpunktthema betrifft die Evaluierung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages. Die Länder hatten sich schon bei der Umstellung des Finanzierungssystems des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dahingehend geeinigt, den entsprechenden Beitragsstaatsvertrag darauf zu überprüfen, ob er den Erwartungen bei der Umstellung von Gebühren auf Beiträge entspricht. Die Frage war, bleiben die Beiträge stabil? Kann die Aufteilung auf private Beitragszahler, Privatwirtschaft und öffentliche Hand so beibehalten werden? Diese Ergebnisse liegen nun vor. Das aus meiner Sicht wichtigste politische Ergebnis ist, dass sich die Umstellung der Rundfunkfinanzierung mit Blick auf die fortschreitenden Zusammenwachsen der verschiedenen Medien, also die sogenannte Konvergenz der Medien, sich als richtig erwiesen hat. Dieses Ergebnis wird nicht nur durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, sondern auch durch die wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir vergegenwärtigen können, bestätigt. Darüber hinaus hat die Reform der Rundfunkfinanzierung bislang Beitragsstabilität gewährleistet. Das, was die Länder nun im Beitragsrecht an Neuregelungen vorlegen, sind kleinere Nachjustierungen. So sollen z. B. Betriebsstätten mit zahlreichen Teilzeitbeschäftigten entlastet werden. Zum anderen sollen privilegierte Einrichtungen künftig nur noch ein Drittel des Rundfunkbeitrags zahlen. Hierdurch werden sowohl gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Menschen, Kindergärten, Schulen, Hochschulen als auch die Feuerwehr, die Polizei sowie der Zivil- und Katastrophenschutz entlastet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zweite Schwerpunktthema des vorliegenden Staatsvertrages betrifft das Jugendangebot von ARD und ZDF. Mit der Neuregelung im Rundfunkstaatsvertrag wird die Ermächtigungsgrundlage für ein online-basiertes Jugendangebot von ARD und ZDF geschaffen. Mit diesem Jugendangebot soll nicht zuletzt der sicher nicht zu leugnenden Entwicklung entgegengetreten werden. ARD und ZDF erreichten Jugendliche und junge Erwachsene nicht mehr in ihren herkömmlichen Programmen. Ich habe mich in den intensiven und zugegebenermaßen auch langwierigen Beratungen der Länder dafür eingesetzt, für diese Zielgruppe nicht ein weiteres herkömmliches Fernsehprogramm, sondern stattdessen ein Internetangebot vorzusehen. ARD und ZDF sehen dies mittlerweile ebenso und zeigen sich zunehmend motiviert. Meine Damen und Herren, auch wenn die junge Zielgruppe durchaus auch noch klassische Programme nutzt, verlagern sich die Nutzungsgewohnheiten der jungen Leute doch zunehmend ins Internet. In den von den Ländern durchgeführten Anhörungen, die übrigens auch online gestützt gewesen ist, haben alle gesellschaftlichen Organisationen und Verbände, zumindest mit überwiegender Mehrheit, sich für ein solches online-basiertes Jugendangebot von ARD und ZDF ausgesprochen. Nicht zuletzt mit Blick auf die beitragsneutrale Finanzierung des Jugendangebotes wollen ARD und ZDF im Gegenzug ihre Programme 1+ und ZDF Kulturkanal einstellen. Beabsichtigt ist also keine Ausweitung des öffentlich-rechtlichen Gesamtangebots. Im Kern, meine Damen und Herren, eint die Länder ein Interesse, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Zukunft die Zielgruppe junger Menschen erreichen muss und diese für qualitativ hochwertige Programme erreichbar bleiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum dritten Schwerpunktthema, der Änderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages. Auch hier geht es darum, das System des Jugendmedienschutzes an die Entwicklung der Medienkonvergenz und das sich ständig verändernde Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen anzupassen. Zentral ist hier die Vorgabe,
dass die Altersstufen des Jugendschutzgesetzes des Bundes auch für Rundfunk und Telemedien nun gelten sollen. Damit wird die Grundlage für einheitliche, alle elektronischen Medien umfassende Alterskennzeichnungen geschaffen. Ein weiterer wesentlicher Punkt der Novellierung ist dementsprechend die gegenseitige Anerkennung dieser Alterskennzeichnungen im Online- und Offline-Bereich. Schließlich sieht der Staatsvertrag eine dauerhafte Sicherung der Finanzierung der von den Ländern gemeinsam errichteten Stelle Jugendschutznet vor. Diese wichtige, seit 1997 bestehende länderübergreifende Einrichtung hat sich sehr gut darin bewährt, jugendschutzrelevante Angebote im Internet festzustellen und zu überprüfen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich unabhängig hiervon noch eine kurze Anmerkung zu dem in der letzten Woche vorgelegten 20. KEF-Bericht machen. Der 20. KEF-Bericht ist bekanntlich nicht Gegenstand des heute vorliegenden 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrages, sondern wird Gegenstand einer weiteren staatsvertraglichen Änderung werden. Zudem ist das Beitragsfestsetzungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Die abschließenden politischen Beratungen zu dem nun vorgelegten KEF-Bericht stehen also noch aus. Vor dem Hintergrund des nun laufenden Verfahrens möchte ich dafür werben, dieses Thema hier im Hessischen Landtag erst dann vertieft zu erörtern, wenn in Gestalt des 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrages dieser vorliegt und dieser auch zur Beratung ansteht. Ungeachtet dessen werde ich dem Landtag und seinen Fraktionen schriftliche Informationen hierzu schon jetzt zukommen lassen. Der vorliegende Staatsvertrag soll im überwiegenden Teil, meine Damen und Herren, bereits zum 1. Oktober 2016 in Kraft treten. Deswegen möchte ich hierfür werben, die Voraussetzungen für das Inkrafttreten des heute gelesenen Staatsvertrages in Hessen bereits vor der Sommerpause zu schaffen. Die Ländergemeinschaft hat zu dem Staatsvertrag bereits umfangreiche Anhörungen durchgeführt. Über einzelne Regelungen des Staatsvertrages habe ich den Hauptausschuss bereits im Vorfeld informiert. Ich stehe aber selbstverständlich auch für weitere Informationen in den vorstehenden Ausschussberatungen gerne zur Verfügung. Und die Landesregierung bittet um Zustimmung zu diesem Staatsvertrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Wintermeyer. Wir kommen zur Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Siebel für die SPD-Fraktion gemeldet. Ich bitte nicht ins Protokoll. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und mit ihm dem umfangreichsten Änderungsstaatsvertrag seit 1991. Dieser enthält wichtige medienpolitische Regelungen. Besonders hervorzuheben, ich will das unterstreichen, was Herr Staatsminister Wintermeyer gesagt hat, sind die Evaluierung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags, die Beauftragung eines online-basierten Jugendangebots von ARD und ZDF sowie die Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages, der ja vor einiger Zeit schon einmal gescheitert ist. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit einer Verbesserung einen Jugendschutzmedienstaatsvertrag haben, der uns vorliegt. Die Regelungen insgesamt tragen dazu bei, die Rundfunk- und Telemedienlandschaft zukunftsfähig fortzuentwickeln, da sie sich in einer konvergenten Medienwelt immer neuen Herausforderungen stellen muss. Ich komme zum ersten Punkt, Evaluierung des Rundfunkbeitrags. Im Hinblick auf die durchgeführte Evaluierung, die wir ja vereinbart hatten und die auch notwendig war, werden durch den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag finanzielle Erleichterungen im Rundfunkbeitragssystem verankert. So haben jetzt beispielsweise die Unternehmen die Wahl, ob sie zur Bestimmung ihres Rundfunkbeitrages die Gesamtzahl ihrer Angestellten oder die Anzahl nach Berechnung sogenannter Vollzeitäquivalente an den Beitragsservice melden. Zudem kommt, und das begrüßen wir ganz besonders, auch, dass der Rundfunkbeitrag für privilegierte Einrichtungen wie etwa für Kindertagesstätten, Behindertenwerkstätten und einige andere hatten Sie ja auch benannt, von einem vollen Beitrag auf einen Drittelbeitrag ermäßigt werden. Ich glaube, das tut denen, die
mit den guten Rundfunkbeiträgen umgehen und davon öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen, nicht allzu sehr weh, aber es ist eine deutliche Erleichterung für die Einrichtungen, die dort nicht ausgenommen werden, sondern nur noch einen Drittelbeitrag zahlen müssen. Das online-basierte Jugendangebot ist ein wichtiger Schritt, um jungen Menschen den Zugang zum öffentlich-rechtlichen Programm zu ermöglichen. Es ist eine Beauftragung durch den Rundfunkänderungsstaatsvertrag eines online-basierten Jugendangebots. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass es genau die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ein Angebot zu schaffen, das dort verfügbar ist, wo Jugendliche und junge Erwachsene sich Inhalte ansehen, nämlich insbesondere auf Internetplattformen. Ich glaube, diese Orientierung, sich auf den Internetbereich zu fokussieren, ist richtig. Wir begrüßen das und auch, dass die Inhalte nicht nur eben auf eigen für das Jugendangebot geschaffenen Plattformen abrufbar sind. Auch Plattformen wie YouTube sind konzeptionell vorgesehen, um die Zielgruppe zu erreichen. Ich will an der Stelle einfach auch noch einmal erwähnen, dass diese Vorgehensweise auf einem einstimmigen Beschluss dieses Hauses besteht, dass wir ein Jugendangebot wollen. Es wird jetzt auf den Weg gehen. Ich kann dem Jugendangebot nur alle Daumen drücken, dass es auch ein Erfolg wird und wir das erreichen, was wir uns davon versprechen. Es gab ein anfängliches Zögern der Hessischen Landesregierung, sich darauf auch einzulassen. Jetzt ist der Weg geebnet, grundsätzlich über den Telemedienauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nachzudenken. Denn aus meiner Sicht ist es in Anbetracht der großen Erfolge der Mediatheken und Online-Inhalte parallel zum klassischen Fernsehangebot wichtig, dass auch diese Angebotsformen Teil des öffentlich-rechtlichen Profils sind. Der sicherlich an Seiten umfangreichste Teil des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrags ist der schon erwähnte Jugendschutzmedienstaatsvertrag. Es ist ein Konsens zwischen den Ländern erzielt worden, in den, ich glaube, mittlerweile sind es 4 Jahre, die wir an dem Ding rumdoktern, gab es auch einmal das Bedürfnis sozusagen zu konkreteren und durchaus auch regulatorischeren Regelungen zu kommen. Es haben aber, und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum auch wir der Auffassung sind, dass wir dem folgen können, dieser Jugendschutzmedienstaatsvertrag ist in einer sehr umfangreichen Online-Konsultation mit mehreren Fachgesprächen, Anhörungen mit Jugendschutzinstitutionen und auch den betroffenen Wirtschaftsunternehmen durchgeführt werden. Durch die frühe Einbeziehung der verschiedenen Akteure ist es gelungen, ein ausgewogenes, konvergentes und praxistaugliches Jugendmedienschutzsystem zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass dabei die Stärkung der koregulierenden Selbstregulierung, das ist der Terminus, der da reinpasst, wie sie auch auf europäischer Ebene im Jugendschutzbereich erfolgreich praktiziert wird, funktioniert. Zudem werden, und das war einer der Punkte, über den wir auch lange diskutiert haben, die Altersstufen vom Jugendschutzgesetz und dem Jugendschutzstaatsvertrag vereinheitlicht. Die SPD liegt der Jugendschutz sehr am Herzen, das in seinen verschiedenen Facetten. Es geht nicht dabei nur um regulatorische Vorgaben, sondern auch um die Verbindung dieser Regelungen mit dem technischen Jugendmedienschutz, also etwa mit Jugendschutzprogrammen und der Förderung der Medienkompetenz gemeinsam zu entwickeln. Sie wissen, dass der SPD-Fraktion schon seit Langem am Herzen liegt, dass auch die Landesanstalt für privaten Rundfunk mehr in die Lage versetzt wird, auch für die Medienkompetenz zu tun. Was die Zeitpläne, die von Herrn Staatsminister Wintermeyer angesprochen worden sind, angeht, bestehen aus der Sicht meiner Fraktion keine Bedenken, die entsprechend auslösenden Beschlussfassungen auch hinzukriegen. Das werden wir im Hauptausschuss dann entsprechend auch regeln. Ich habe jetzt noch 48 Sekunden. Mich würde es sehr brennen, zu den Verhandlungen
über die Gebührenfrage, die Herr Wintermeyer angesprochen hat, hier etwas zu sagen. Aber in der Tat, das verlegen wir auf einen anderen Zeitpunkt. Und vielleicht, das ist die Hoffnung, die ich durchaus hier vortragen möchte, ist es ja möglich, dass der Hessische Landtag in dieser Frage, was Gebührensenkung oder Gebührenerhöhung angeht, auch zu einem breit getragenen Konsens kommt. Weil wir haben eine gemeinsame Verantwortung, darauf zu achten, dass wir etwas machen, wo Bürgerinnen und Bürger dem auch folgen können und nicht, wo sie sagen, jetzt haben sie einen kurzfristigen Erfolg erzielt, indem sie um 30 oder um 29 Cent reduzieren, aber ab 2020 dann richtig in die Pulle greifen müssen. Das wäre, glaube ich, nicht klug, aber das sollten wir in aller Gewogenheit miteinander diskutieren. Wie gesagt, ich fände es schön, wenn wir dazu zu einer gemeinsamen Positionierung im Hessischen Landtag kommen können. Herzlichen Dank. Danke, Herr Siebel. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Vorsitzender, Herr Rentsch, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Staatsminister Wintermeyer! Mal zum Verfahren von solchen Staatsverträgen zum Thema Rundfunk. Das ist ja eine nicht ganz unspezielle Materie, so will ich es mal sagen. Da wird hier ein Riesenkonglomerat an rechtlichen Regelungen, die schon eine hohe Relevanz für die Bürgerinnen in unserem Land haben, vorgelegt. Und dann wird eigentlich gesagt, na ja, so ein Staatsvertrag, das muss man ja mittragen. Das ist ja intensiv beraten worden. So war das jedenfalls mal in der früheren Zeit. Ich glaube, und Kollege Boddenberg, das ist ja auch ein bisschen Ihr Petitum, das Parlament soll sich intensiv mit dem, was die Regierung vorlegt, beschäftigen, sie auch kontrollieren, vielleicht auch Hinweise geben, was man besser machen kann. Das, so verstehen wir es, ähnlich wie die Kollegen auch der Regierungsfraktion. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns diesen Rundfunkänderungsstaatsvertrag anschauen, mit dem, was der Kollege Siebel zu Recht gesagt hat, mit diesen drei Zeilen, die wir hier vorliegen haben, auf der einen Seite Rundfunkbeitrag, auf der anderen Seite der Rundfunkstaatsvertrag mit dem Thema Jugendangebot und dann das Thema Jugendmedienschutz im Rahmen eines Staatsvertrages, dass man die sich wirklich genau anschauen muss und auch unterschiedlich beurteilen muss. Ich glaube, Kollege Wintermeyer, dass wir sicherlich, und das will ich auch offen sagen, durch die Anhörung der Ministerpräsidentenkonferenz ja Verbesserungen bekommen haben, will ich ausdrücklich sagen, bei der Frage, wie werden Beiträge bemessen, bei der Frage Erleichterung für volljährige Kinder, die noch bei ihren Eltern wohnen, bei der Frage Beitragssenkung für privilegierte Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen, wo wir alle ein gemeinsames Interesse daran haben, Änderung des Berechnungsmodus bei Betriebsgrößen. Da sage ich offen, das ist eine kleine Verbesserung. Ich will offen sagen, wir hätten uns dort mehr gewünscht, weil gerade dieses Thema für Handwerkskammern und IHKs, ich glaube, zu Recht ein Kritikpunkt war, weil das für viele Gewerbetreibende ein massiver zusätzlicher Kostenpunkt war. Aber wir erkennen dort auch, dass es Verbesserungen gab. Ich will nicht verhehlen, dass ich schon der Auffassung bin, dass wir als Parlament hier an dieser Frage eigentlich auch noch einmal die Betroffenen hören müssten. Und jetzt würde ich sagen, na ja, wenn das nur diese Bereiche wären, dann könnte man das so stehen lassen. Aber ich will einen Punkt herausgreifen, der mir wirklich wichtig ist und wo ich überrascht war, dass man das so ein bisschen in diesen Rundfunkänderungsstaatsvertrag hineingefummelt hat, so will ich es mal formulieren. Es soll durch den Rundfunkänderungsstaatsvertrag zum zweiten Mal eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, einen weiteren Meldedatenabgleich der Bürgerinnen und Bürger zum 1. Januar 2018 durchführen zu lassen. Und das ist, meine Damen und Herren, eine, ich würde mal sagen, extrem weitreichende Ermächtigung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Telefonnummern und E-Mail-Adressen von öffentlichen Stellen und aus öffentlich zugänglichen Stellen im nicht privaten Bereich ohne Kenntnis der Betroffenen. Und jetzt sagen Sie, naja, das sind die typischen Datenschutzdiskussionen. Ich will mal daran erinnern, dass wir bei der Institution und Etablierung des letzten Rundfunkänderungsstaatsvertrags, wo wir das neue Beitragssystem etabliert haben, haben wir gemeinsam gemacht, auch mit Kritik der Betroffenen, aber haben wir gemeinsam gemacht, damals schon massive Kritik der Datenschützer bei diesem Thema hatten, die aber gesagt haben, zur Etablierung des neuen Systems muss man sozusagen zunächst einmal Daten erheben. Das wird nicht anders funktionieren. Haben das damals aber mit, ich sage mal, sehr erhobenem Zeigefinger gemacht und mit der großen Warnung auch an den Gesetzgeber, dieses Instrument nicht zu übertreiben. Dass dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag dieses Mal eine so weitgehende Ermächtigung noch einmal in dieser Frage hier etabliert,
Das halten wir für mehr als problematisch. Ich will deshalb für die FDP auch in der gebotenen Kürze hier sagen, wir möchten hierzu eine eigene Anhörung auch zum Thema Datenschutz machen. Auch das Thema Frage des Berechnungsmodus für Betriebsgrößen kann man sich in einer eigenen Anhörung im Hauptausschuss anhören. Aber ich würde sehr gerne dazu den Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen einmal hören, wie er das Thema sieht, dass hier eine neue Ermächtigungsgrundlage zur Datenerhebung gemacht wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir ernst nehmen sollten. Ich würde das nicht so herausstellen, wenn wir nicht schon beim ersten Schritt damals gewarnt worden sind von den Datenschützern. Und ich glaube, diese Warnung damals haben wir in der gebotenen, im gebotenen Respekt aufgenommen, haben es trotzdem umgesetzt. Wir sollten bei diesem sozusagen neuen Versuch hier noch einmal nacharbeiten. Deshalb will ich es auch damit bewenden lassen. Ich will eine Anmerkung machen, Kollege Wintermeyer, zu der Frage Mediatheken, Veränderung des Nutzungsverhaltens junger Menschen gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich glaube, dass Sie da völlig recht haben bei der Einschätzung, wie sich Nutzungsverhalten verändert. Wir haben das heute auch intensiv bei uns in der Fraktion diskutiert, auch über die Frage, was ist Kernauftrag des öffentlichen rechtlichen Rundfunks versus dem, was nutzen junge Leute, wenn sie in kostenpflichtigen Mediatheken wie Netflix und anderen quasi sich selbst ein Programm zusammenstellen oder im öffentlich-rechtlichen Bereich sich das zusammenstellen. Ich glaube, da muss man differenzieren. Das ist völlig richtig. Wir müssen schauen, was ist erstmal öffentlich-rechtlicher Auftrag. Aber eines ist auch klar, wenn man sich die aktuellen Studien anschaut, ist das Vollprogramm, so wie wir es kennen oder aus unserer Jugend kannten, nach dem Motto, man guckt um 20.15 Uhr eine bestimmte Sendung, die um 22 Uhr fertig ist, dann ist der Fernsehabend möglicherweise beendet, dass dieses Medienverhalten sich fundamental in der aktuellen Situation verändert. Das stellen wir fest. Und ich glaube, das darf nicht am öffentlichen rechtlichen Rundfunk einfach so vorbeigehen, zu sagen, wir machen jetzt 10 Programme mit allen Nebenprogrammen, die die so organisieren. Das ist möglicherweise in der aktuellen Zeit zwar nett, dass die das machen, aber wenn das keine Nachfrage mehr erfährt, und jetzt will ich nicht über Marktwirtschaft sprechen, aber es ist auch ein Stück Markt, dann muss man, denke ich, auch darüber nachdenken, ob man nicht auf andere Angebote das Ganze überträgt. Sie verändert das aktuelle Angebot. Und insofern glaube ich, das ist eine richtige Debatte, die hier ihrerseits angestoßen worden ist. Deshalb Fazit vielleicht zu diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Wir werden dem nicht so einfach zustimmen. Wir gehen davon aus, und das ist auch mein Antrag hier formaler Art, dass wir im Hauptausschuss hierzu eine Anhörung machen. Ich plädiere klar dafür, dass wir den Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen zu dem Thema hören. Gerade dieses Thema sollte von uns mit gebotener Sorgfalt bearbeitet werden. Denn es sind nicht unsere Daten, die wir einfach so weitergeben, sondern es sind Bürgerdaten, die ohne ihre Kenntnisse hier erhoben werden. Insofern, glaube ich, haben alle Fraktionen hier im Haus gebotene Sorgfalt an den Tag zu legen bei diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Vielen Dank. Danke, Herr Rentsch. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Wolff das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist durchaus bei diesem Staatsvertrag nicht so, als hätten wir nicht schon lange die Bestandteile im Vorfeld diskutiert und zur Kenntnis genommen. Man könnte auch sagen, überlange, was z. B. den Jugendmedienschutzstaatsvertrag und seine Vorgeschichte jahrelange angeht. Aber das Ergebnis, denke ich, lässt sich in allen drei Bestandteilen durchaus sehen. Zum einen, glaube ich, gibt es keinen, ich habe noch keinen gehört, der nicht positiv zur Kenntnis nehmen würde, dass, was den Beitrag angeht, den Beitragsteil dieses Vertrages, begrüßen würde, dass Bildungseinrichtungen, dass Einrichtungen des Katastrophenschutzes, der Hilfsdienste mit einem Ein-Drittel-Beitrag nur noch veranschlagt werden und damit ein wesentliches Monitum weggenommen ist. Das Gleiche gilt für die Frage der Vollzeitäquivalente, die auch unbürokratisch handhabbar sind. Allerdings, Herr Kollege Rentsch, wer dann mehr will im Blick auf die Forderungen auch von Unternehmerverbänden, Industrie- und Handelskammer, der wird auch eine Antwort dafür geben müssen, was das für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bedeutet und welche Konsequenzen er dafür ziehen möchte. Das Zweite ist, denke ich, auch ein Ergebnis einer ausgesprochen langen Überlegung und einem Hin und Her zwischen der Rundfunkkommission, der Ministerpräsidentenkonferenz, den Rundfunkanstalten von Bund und Ländern, also aller Rundfunkanstalten, über die Fragestellung, wie können wir denn mit dem Jugendangebot umgehen und wie gestalten wir es so, dass es nicht Interesse geleitet wird von einzelnen Häusern, sondern Interesse geleitet wird von dem Angebot, was wir Jugendlichen machen wollen, die
das lineare Fernsehen nicht mehr in der Weise sehen, wie wir uns das vielleicht in unserer Generation alle wünschen würden. Und ist etwas Gutes dabei herausgekommen? Ein online-basiertes Angebot, das jetzt angegangen wird, wo die Vorbereitungen, wie man hört, auch schon relativ weit gediehen sind, das Angebot entwickelt wird inhaltlich. Und es ist kein pures Additum, was finanziell obendrauf käme auf die Angebote der Rundfunkanstalten, sondern es wird ausgetauscht gegen andere Spartensender. Und damit haben wir ein neues Angebot, ohne eben nur einfach draufzusatteln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Dritte ist der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Der wurde in der Öffentlichkeit ausgesprochen intensiv diskutiert, ist bereits einmal gescheitert gewesen, mindestens. Aber ich glaube, es war richtig, sich auf wesentliche und auf wenige Punkte zu konzentrieren, nämlich die einheitliche Alterskennzeichnung für alle Bereiche, die gegenseitige Anerkennung für alle Träger von Angeboten für diese Alterskennzeichnung. Ich halte es für wichtig, zum Zweiten, dass wir auch technikoffen diese Regelungen haben, das heißt, nicht permanent einen Vertrag ändern müssen, wenn neue Techniken erscheinen, und dass wir auch offen sind natürlich für die Jugendschutztechnik und die auch entsprechend einspeisen können. Und zum Dritten glaube ich, dass es wichtig ist, festzustellen, dass wir ein Einvernehmen haben zwischen den Ländern, nicht nur projekthaft, nicht nur auf eine bestimmte Frist, sondern auf Dauer die Finanzierung von Jugendschutznet auch sicherzustellen und dafür auch eine Einigung haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Übereinstimmung bis jetzt ist ja bis auf einen Punkt im Haus relativ groß, sodass ich glaube, dass wir im Ausschuss intensiv noch diskutieren können, auch den Punkt, den Herr Kollege Rentsch angesprochen hat, was den Beitrag angeht, dass wir aber durchaus auch in der Lage sind, zeitnah dieses zu diskutieren, auszutauschen, auch zu einem Ergebnis zu kommen. Ich will nur diese Bemerkung am Schluss noch machen, Herr Kollege Rentsch. Jawohl, es ist datenschutzrelevant, was Sie zum Beitrag und dem zusätzlichen Erhebungsdatum gesagt haben. Und das werden wir austauschen mit dem Datenschutzbeauftragten. Allerdings glaube ich auch, die letzte Erhebung hat sehr deutlich und über die Länder hinweg sehr unterschiedlich gezeigt, wie bisher die Beitragsmoral gewesen ist und dass wir jetzt eine sehr viel größere Beitragsgerechtigkeit nach der Einführung des Rundfunkbeitrags haben, meine Damen und Herren. Ich denke, dass auch diese Feststellung in dieser Debatte richtig und wichtig ist. Vielen Dank. Danke, Frau Wolff. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn Frömmrich das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja bei der Einbringung des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrags im Prinzip alles gesagt worden. Ich will auf drei Dinge aber noch einmal eingehen. Der Kollege Rentsch hat ja damit angefangen, dass er über das Wesen der Staatsverträge hier geredet hat. Ich kann mir vorstellen, ich weiß das, wir haben das hier schon des Öfteren ausgetauscht, das ist ein unbefriedigendes Verfahren, über Staatsverträge zu reden. Wir als Parlamentarier haben da im Prinzip nur die Möglichkeit zu sagen, ja, wir nehmen das so hin, wie es hier vorgeschlagen worden ist, oder wir lehnen es ab. An der Mitgestaltung dieses Staatsvertrags haben wir wenig Möglichkeiten. Das ist aber nun einmal so, wenn 16 Bundesländer gemeinsam versuchen, Dinge zu regeln und man dann einen Konsens gefunden hat, dass man das nicht wieder in jedem Parlament neu aufmacht und die Debatte neu führt oder einzelne Regelungen einführt. Das ist für Parlamentarier unbefriedigend, aber das ist die Natur von Staatsverträgen. Zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte, da bin ich mir auch mit den Kolleginnen und Kollegen hier einig. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir nach einer langen Debatte über den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, vorhin ist gesagt worden, glaube ich, vom Kollegen Siebel, seit 4 Jahren wird darum gestritten. Wir haben einmal einen schon Verhandelten gehabt, der dann gescheitert ist. Kommen wir hier, glaube ich, mit einer Regelung zu Potte, die sich sehen lassen kann und die auch eine große Debatte im Vorfeld ja auch erzeugt hat. Da ist ja viel mitgeredet, viel diskutiert worden über diese Regelung. Ich glaube, da haben wir
gute Regelungen gefunden. Der zweite Punkt, den ich durchaus erwähnen möchte, ist, dass ich froh bin, dass es gelungen ist, das Jugendangebot bei ARD und ZDF zu implementieren als Online-Angebot. Ich glaube, das kommt auch den Bedürfnissen junger Menschen nach, die in diesen Medien aktiv sind, die das, was wir unter herkömmlichem Fernsehen kennen, so nicht mehr nutzen, sondern eher crossmedial unterwegs sind. Deswegen glaube ich, ist ein guter Punkt, der hier gesetzt wird, dass wir da zu Potte gekommen sind, meine Damen und Herren. Der dritte Punkt, den ich erwähnen will, ist die Frage, die sich aus der Evaluation des Gebührenrundfunkstaatsvertrags ergibt, dass wir hier leichte Nachjustierungen haben im Bereich der privilegierten Einrichtungen. Ich glaube, da können wir alle froh sein, dass die Einrichtungen von behinderten Menschen, die Einrichtungen Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivilschutz und Katastrophenschutz, dass hier die Beiträge reduziert werden auf ein Drittel. Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch die Frage der Behandlung von Betriebsstätten ist, glaube ich, eine Lösung gefunden worden, die sich durchaus sehen lassen kann und die dem Ziel ja der Evaluation des Gebührenstaatsvertrages nachgekommen ist. Ich glaube auch, dass die Regelung, die hier gefunden worden ist, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es kann natürlich, es ist gerade auch angesprochen worden, wir werden das ja dann im 20. glaube ich, 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag diskutieren, die Frage der Gebühren insgesamt. Jeder, der hier in den Debatten sagt, es könnte doch mehr Ausnahmen geben, es könnte in diesem oder jenem Punkt noch weitere Debatten über Ausnahmen geben, der muss natürlich wissen, dass es jedes Mal zwar im Einzelnen um kleine Beträge geht, aber in der Summe um relativ hohe Beträge. Wir hatten in einer Hauptausschusssitzung den damaligen Intendanten des Hessischen Rundfunks da, der uns einmal an ein paar Beispielen deutlich gemacht hat, was das Drehen an der Schraube unter Umständen in Millionenbeträgen für Auswirkungen hat. Also, da gibt es die leichte Debatte nicht. Und deswegen sollten wir das sehr intensiv auch dann im Zusammenhang im Vorfeld des 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrages diskutieren. Leichte Antworten wird es da nicht geben. Und ich glaube, für Populismus ist dieses Thema auch nicht angetan. Ich freue mich auf die Beratungen. Ich freue mich auf die Beratungen im Hauptausschuss zu dem Thema. Natürlich auch in Richtung des Kollegen Rentsch werden wir den Einwand bezüglich des Datenschutzes uns auch noch einmal angucken und den Datenschutzbeauftragten zu diesem Thema auch noch einmal hören. Aber ansonsten glaube ich, dass wir dann eine gute Debatte im Hauptausschuss haben werden. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Wir sind am Ende der ersten Lesung des Gesetzentwurfs angelangt, und wir überweisen ihn mit der Nummer 3276 aus 19 zur weiteren Vorbereitung in den Hauptausschuss. Meine Damen und Herren, ich kann von hier oben nicht als Medienpolitiker reden. Wir sind am Ende der heutigen Beratungen auch angelangt. Bevor ich Sie in den Abend entlasse, weise ich darauf hin, dass nun der Parlamentarische Abend des Blinden- und Sehbehindertenbunds in Hessen e.V. im Restaurant des Hessischen Landtags stattfindet. Ich wünsche einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen früh.